Thema dieser Unterrichtsstunde, die nun folgt, ist Österreichisch für Zughorste. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Robert Breslauer. Danke, Gerhard, danke. Ja, grüß euch, servus, ich bin's, der Robert, bin aus Tirol und ich werde aber heute diesen Vortrag auf Hochdeutsch halten. Es ist nämlich so, dass die Asylwerber und die Migrantinnen, die ja die Zielgruppe sind von den Ganzen, dass die ja das Hochdeutsch lernen, die kriegen das ja nur das Hochdeutsch beigebracht bei ihren Deutschkursen für Ausländer. Das heißt, die sind natürlich ein bisschen aufgeschmissen, aber es sind ja, glaube ich, einige Migrantinnen auch unter euch da. Ja? Also wundert euch nicht, dass ich Hochdeutsch rede heute, obwohl es nicht meine Muttersprache ist. Der zweite wichtige Punkt des heutigen Abends ist, ich werde euch irzen, also ich werde sagen ihr, ja, das ist, braucht euch nicht komisch vorkommen, das ist als Tiroler für einen Tiroler ganz normal, dass er sagt, ihr macht ihr das, tat ihr das, das ist, also ich werde sie nicht setzen, ja, sondern irzen, so wie auch alle anderen, ihr irrt. Und das ist keine Beleidigung, im Gegenteil. Also, Aspekte der österreichischen Sprachen, Kulturen und Lebensrealitäten heißt der Kurs für heute. Es ist eine Einführung für zuzugswillige Migrantinnen und Asylsuchende. Dafür gibt es bei diesem zweistündigen Seminar gibt es 7 Integrationspunkte für die Rot-Weiß-Rot-Karten. Das ist ungefähr im Gegenwert von einem Wochenendeinsatz bei einem Feuerwehrfest, da die Händeln, bei den Händeln oder beim Bier den Ausschank machen und nachher die Bierbänke zusammenklappen und verladen. Also ungefähr so im Gegenwert, ihr könnt euch das aussuchen natürlich. Ich finde persönlich, dass das schon die interessantere Methode ist, die österreichische Kultur kennenzulernen, aber jedem das seine, ja. Und Punkte sammeln müsst ihr ja, gell? Damit es die rote Sotkatz kriegt. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wenn die Leute nach Europa kommen, die dann auch manchmal seltsame Eindrücke haben von Europa, wie das bei uns alles so ausschaut, welche Bräuche und Lebensrealitäten wir so haben. Aber ich muss euch eines sagen, das ist in Europa sogar unterschiedlich. Noch dazu, in einem Land gibt es das mehr und im anderen Land schon wieder ganz was anderes. Ja? Und wenn die Leute dann kommen über die Festung Europa und dann wundern sie sich zuerst schon einmal und dann, wenn sie nach Österreich kommen, wundern sie sich dann gleich noch einmal ein zweites Mal. Weil in Österreich zum Beispiel auch die Lebenszeitgestaltung eine ganz andere ist. Das hat jeder, der mit einem Amt, mit einer Behörde schon einmal was zu tun gehabt hat, hat es schon erlebt. Also nach Freitagmittag werden die Laden heruntergelassen. Was bei uns auch unterschiedlich ist und ganz anders, wie es vielleicht in euren Herkunftsländern der Fall ist, das sind die Geschlechter. Rollenverteilungen. Es ist so, das kann bei uns durchaus einmal vorkommen, dass es ein Mann ist, der ein Kopftüchle trägt. Ja? Gar nicht so selten, ja? Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Frauen bei uns durchaus auch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Eine andere Geschichte ist das Backschiffs. Es ist die Bestechungsgeld, die Korruption. Ja? Ihr seid es vielleicht so gewöhnt von zu Hause, dass man da hingeht zum Beamten oder zu der Stelle, die man halt bestechen will und einem da halt ein Kuvert umschiebt mit Bargeld drinnen. Sowas ist bei uns total unüblich. Bei uns schaut die Korruption ganz anders aus, da muss man da viel gefinkelter vorgehen. Da sagt man zum Beispiel so, haben Sie vielleicht am Wochenende was vor? Möchten Sie vielleicht einmal mit mir auf mein Weingut kommen oder mal zu den Salzburger Festspielen? Ja, schauen wir uns an jedermann an, dann gehen wir noch fein was essen
Und dann habe ich noch eine schöne Almhütten, ja? Und da kann man dann auf dieser Almhütte das Bargeld im Kuvert da viel diskreter um mich schieben. Also ganz kulturelle Unterschiede sind das. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt bei uns in den Geschäften und so, es ist, die kommt euch komisch vor, überall sind da so Bickerlein, da steht Bio-Bier und die Sachen kosten dann 2-3 Mal so viel wie die normalen, ja? Und sie werden auch viel schneller hin, nach 2-3 Tagen schon Schimmel drauf, ja? Das ist ganz normal bei uns, ja? Die Leute mögen das gerne, wenn da ein Bickerlein oben ist, wo Bier oben steht. Vor allem beim Bier, das mögen sie dann besonders gern. Ja? Und die, wenn man was gern mögen, das ist auch, da muss man kennen, das ist die nonverbale Kommunikation, da habe ich auch das Amandele hergetan, ja? Das heißt, das ist gut, das ist super, das taugt uns, ja? Das ist nicht so, wie es im Orient der Fall ist, was ich mir sagen haben lassen und was eine große Missverständnisquelle ist natürlich, dass das heißt Aufforderung zum Analsex. Ja? Also bei uns ganz was Normales, heißt super, Daumen nach oben. Oder am Straßenrand heißt es, nimm mich mit den Steckern. Das gleiche umgekehrt, das Negative, ist der Daumen nach unten. Das ist bei uns ein ganz normales, nonverbales Signal für etwas, was wir nicht mögen. Was wir zum Beispiel nicht mögen, ist Atomkraftwerke. Die mögen wir nicht, da sind wir Österreicher einzigartig auf der ganzen Welt. Weil wir haben uns nämlich eins hingebaut, 1979, haben wir uns extra sogar eins hingebaut, damit wir es dann nicht einschalten. Und auf das sind wir heute noch so stolz, dass wir sagen, sogar rund um uns sollt ihr die nicht einschalten dürfen. Ja. Was wir auf jeden Fall ganz stolz sind auch, das ist unser Wasser. Viele Leute werden es ja, glauben es ja nicht, aber es ist wirklich wahr, bei uns braucht man den Wasserhahn nur aufdrehen und dann kommt das schönste Trinkwasser raus, das kann man trinken, das ist gut, das ist gesund, das ist wunderbar. Ja. Also tut es euch nichts an, trinkt das Wasser, kostet fast nichts. Und natürlich gibt es auch Geschäftemacher, die sagen, ja, das Wasser ist schon super, aber man kann ja viel zu wenig Geld damit machen. Und da gibt es gefinkelte Leute, die haben da andere Geschmäcker dazu ergeben und haben dann die Dosen statt um 7 Cent, was sie kostet in der Herstellung, dann um über 1 Euro verkaufen sie das. Und das als Lebensgefühl, ja, muss man sich vorstellen. Andere machen anderen Zinnober damit. Also lasst euch da nicht für blöd verkaufen. So ist das. Trinkt das Wasser aus der Leitung, gesund ist es. Ja, der wichtige Punkt in Österreich ist natürlich die Geschichte. Das Ganze, warum wir so sein, wie wir sein, hat zu tun mit der Geschichte. In den letzten 100 Jahren haben wir ja nicht schlecht 2 Weltkriege vom Zaun gebrochen und durchaus auch verloren. Wir haben zum Teil uns auch getäuscht, ob der Herrgott schon mit uns ist oder vielleicht doch mit den anderen. Das war dann. Aber das soll diesen Gotteskriegern auch eine Lehre sein, muss ich jetzt einmal da sagen. Dass man sich da oft einmal täuschen tut. Und wir haben zum Teil auch total sinnlose Investitionen getätigt. Und mit dem kann ja kein Mensch was damit anfangen. Was willst du mit dem anfangen? Nichts kannst du mit dem anfangen. Ja? Sinnlos, das kannst du nicht weiter vererben, verkaufen, vergiss es. Ja. Ja, und während dann im Krieg, nach dem Krieg, die Männer sich vergnügt haben in Kriegsgefangenenlagern, sind die Frauen zu Hause geblieben und haben die Muskelarbeit machen müssen, die haben was leisten müssen, die Österreich wieder aufbauen und haben natürlich Selbstbewusstsein gewonnen und deswegen haben sie jetzt auch alle Rechte, wie ein normaler Mensch auch. Ja. Sie dürfen wählen gehen,
Sie dürfen heiraten, wen Sie wollen, wen Sie wollen. Ja, Sie können heiraten untereinander, ja. Alles dürfen Sie tun, die Frauen, die Männer auch, ja. Ja, dann eine weitere Geschichte ist die österreichische Vorliebe für die bärtige Frau. Das ist etwas, das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Das ist nicht jedem klar, aber andererseits, ihr habt es ja gesehen beim Eurovision Song Contest, Conchita Wurst hat ja ganz Europa verzaubert und bezaubert. Das ist da, aber ich möchte euch erklären, weil ihr ja nicht wisst, woher das kommt, dass das Ganze einen historischen Hintergrund hat. Das ist ein altes Brauchtum, nämlich die heilige Wilge Fortis, die bärtige Frau am Kreuz. Ja, ist bei uns eine Legende, die Conchita Wurst einfach weitergeführt hat, in die Neuzeit getragen, dieses Brauchtum. Und die gute Wurst hat natürlich... Ja, was soll ich sagen? Also die gute Wurst, würde ich sagen, ist ein Garant für die Toleranz. Und jetzt sagt, wie tolerant wir Österreicher sind. Ja? Und ein weiteres Beweis für unsere Toleranz ist, dass wir zum Beispiel nicht so genau nachfragen, was für ein Viech ist jetzt da drinnen im Fleischkäse, ja? Oder in der Weißwurst. Da fragen wir gar nicht so genau nach. Da sind wir ganz tolerant. Ich bin sicher, die meisten ist das einfach... Denen ist das wurscht, ja. Oder wie andere auch wieder sagen, es ist Splunzen. Weil so, wir haben ja auch eine ganz andere Beziehung zu den Tieren, ja. Die Nutzung von den Tieren ist bei uns eine ganz andere. Also wie es bei euch vielleicht zu Hause ist, ja. Bei uns ist es so, dass die Tiere mehr so zum Freizeitvergnügen gehalten werden oder als Wärmespender, ja. Es ist auf jeden Fall schon so, dass auch Moslems bei uns was finden werden, was ihnen schmeckt. Ja, wir haben zum Beispiel eine internationale Speise, das ist das Händel mit den auch ausgebrochenen Erdäpfeln. Das ist, genau, die muss man vielleicht erklären. Ihr kennt das vielleicht als Pommes frites, ja, aber das ist falsch. Pommes frites, das ist falsch. Das ist nämlich französisch und heißt frittierter Apfel. Ja? Und sowas ist ja das nicht. Das ist ja Erdäpfel. Ja? Und deswegen sagen wir in Österreich ausgebrochene Erdäpfel dafür. Ja? Also durchaus, Moslems können bei uns was finden, was ihnen schmeckt. Und auch für Hindus, Buddhisten und so weiter. Leute, die kein Fleisch mögen, haben wir vegane Spezialitäten im Angebot. Also ist für jeden was dabei, normalerweise bei einem Zeltfest. So, was wir, die ersten Kapitel, was wir uns jetzt widmen werden in unserer Seminarreihe, was schon ein ganzes Semester dauert, ist natürlich die Sprache. Weil ihr habt ja das Hochdeutsch gelernt und habt wahrscheinlich gemerkt, auf der Straße versteht ihr die Leute nicht und sie verstehen euch nicht. Ja? Und deshalb werden wir jetzt uns der österreichischen Sprache in ihren ganzen Ausformungen jetzt einmal kurz einen Überblick geben für das, was euch erwartet im nächsten Semester. Doch. Also das von Westen nach Osten, die Hauptstadt von Tirol ist Innsbruck, habt ihr sicher schon mal gehört. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg und in Klagenfurt ist die Hauptstadt von Kärnten. In der Steiermark haben sie die Hauptstadt Graz und die Werner haben Wern ganz allein. Die Oberösterreicher habe ich jetzt fast schon vergessen. Die sind Linz, haben die als Hauptstadt. So, der normale sagt, wie sagt man, wenn man geht, ja, in verschiedenen Bundesländer, da werden wir uns dann noch in die nächsten Klassen ausführlich damit auseinandersetzen. Ja, haben wir Leute aus den Bundesländern da? Sind Leute aus den Bundesländern? Also, wenn falsch was nicht stimmt, sagt Bescheid. Weil es ist,
ganz anderes sprachliches Missverständnis. Ganz wichtig ist die Geschichte mit dem Stuhl. Ihr habt vielleicht gelernt im Deutschunterricht, dass wo ihr drauf sitzt, dass das Stuhl heißt. Kein Mensch sagt in Österreich Stuhl, das ist der Sessel. Da wo man drauf sitzt, das ist der Sessel. Und der Stuhl ist ganz was anderes, was man beim Arzt abgeben muss, wenn man eine Gesundenuntersuchung macht. Also, dass Sie es nicht verwechseln, das sind schon die blödesten Sachen aus. Wir lernen Konversation im Alltag. In Österreich, die normale Alltagskommunikation, was heißt das, was muss ich sagen? Werden wir in aller Ausführlichkeit durchgehen. Wir werden uns beschäftigen mit Ortsangaben. Ja, Enter zum Beispiel. Enter. Viele denken da an die Enter-Taste im Computer. Nein, das heißt, da drinnen, drüben, dort, ja, da gibt es die verschiedensten Bezeichnungen, je nachdem, wo man gerade daheim ist. Und ganz wichtig ist auch sowas, wie zum Beispiel merken, wo fängt die größte Gegend an? Ja? Das ist so, da, die fängt nämlich da an. Das ist, je weniger die Bebauung ist, ja, desto da redet man noch nicht miteinander. Am Gehsteig, da geht man am Gehsteig voneinander vorbei und redet nicht miteinander. Und dann irgendwie, je weiter du draußen gehst, auf einmal grüß dich, Herrst, Servus, alles. Und je weiter auf wie du gehst, dann musst du sowieso reden mit den Leuten. Ja? Dann grüß dich, Servus, ah, geh auf. Nein, geh obi, ah, du gehst obi. Da hinten geht's obi. Die werden wir alles ganz genau durchmachen, wo es aufgeht. Obi geht, ist ja ganz wichtig, weil sonst geht's irgendwann einmal so wie die Mandele, weil man nicht verstanden hat, die Wegbeschreibung. So, jetzt lang halt denkt nicht mehr auf. Also wir machen auf jeden Fall mal die erste Übung im Einstieg ins Österreichische. Also das sind die drei verschiedenen Artikel. Das ist der, die, das. Mit der richtigen Aussprache. Ja, das ist der Kas. Das Kotz. Das Orchkatzel. Könntest du das schon mal sagen, alle miteinander? So. Also ich sag's nochmal vor. Der Kas. Das Kotz. Das Orchkatzel. Wunderbar, darf ich sagen. Da haben wir ein paar Naturtalente dabei. Und wenn ihr schon so gescheit seid, dann sagt ihr das doch einmal auf Siebergerisch. Das ist das, was wir zu Vorarlbergerisch sagen. Sie sagen selber zu sich, sie sind die Sieberger. Das sind die, was hinterm Arlberg daheim sind. Und die haben eine andere Sprache. Aber die wollen wir auch lernen. Ja? Das ist der Käse. Katz, das Eichhörnle. Ja, na wunderbar. Jetzt darfst du euch selber applaudieren. Das ist. Ihr habt da eine alemannische Begabung. Ja. Ja, so freue ich mich schon auf das Semester. Heute lassen wir es einmal gut sein. Sag einmal, es passt schon. Krim Gemmer, das ist auch oft missverständlich, gell? Ich weiß nicht, soll man jetzt Krimmen oder Gieren, aber das ist. Das heißt, Krim her, dass wir weggehen, ja? Lassen wir es bleiben. Pfiat euch, Baba, Bussi, ciao, servus.